Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Kursgewinne durch Börsensektoranalyse mit Carsten Berger. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und mit uns die Veranstaltung macht. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute Abend live dabei sind oder sich die Aufzeichnung anschauen. Mein Name ist Nils Caloso-Netto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Und ja, wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann übergebe ich sehr gerne an den Carsten. Bin gespannt, was du heute mitgebracht hast. Der Markt hatte ja gestern mal, zumindest in Amerika, mal einen Feiertag, mal eine Pause. Und ja, heute sind wieder alle reingekommen. Dann schauen wir mal, was sie gemacht haben. Sehr schön. Danke, Nelson, für die Begrüßung und die Einleitung zu diesem Webinar. Ich suche jetzt mal den richtigen Bildschirm aus. Ich glaube, das ist dieser. Wunderbar. Ja. Okay, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zu diesem Webinar. Wir schauen mal wieder auf die Märkte und zwar mit dem Blickwinkel aus den Indizes mal herauszulesen. Wo sind wir da eigentlich gerade? Wo stehen wir? Dann eine Abteilung tiefer gehen. Was machen denn die Sektoren und warum ist das eigentlich sinnvoll, auch auf die Sektoren zu schauen? Das ist, kann man eigentlich nicht genug betonen. Dann schauen wir uns mal an, was aus den Sektoren an Trades heraus generiert werden konnte in den letzten 5, 6 Tagen. Denn, und das ist ganz wichtig, ich bin nicht jeden Tag am Handeln, sondern ich gucke, wann im Markt eine gute Chance besteht. Und dann suche ich mir Aktien heraus, die ich dann in die entsprechende Richtung handle. Das ist logisch, weil ich möchte nicht immer am Rechner sitzen. Wenn die Chance geringer wird, dann muss man das anpassen. Es gibt verschiedene Methoden, wie man das anpassen kann. Das Risiko zum Beispiel. Und das möchte ich euch heute auch mit auf den Weg geben. So, das Webinar wird aufgezeichnet. Das werdet ihr bei FXFlat auf dem Kanal finden. Das werdet ihr auch bei mir im YouTube-Kanal finden. Und wir haben auf jeden Fall auch die Fragen geöffnet. Und gerne könnt ihr immer alle Fragen stellen. Es gibt keine dummen Fragen. Nutzt die Gelegenheit, dass ihr mich hier am Schirm habt und stellt eure Fragen einfach reinschreiben. Ich gucke, wo ich das mit einbinden kann. Da geht auf keinen Fall was verloren. Okay, dann fangen wir mal an. Risikohinweis hat der Nelson schon gemacht und ich füge nur hinzu, es gibt vielleicht einen Interessenskonflikt, weil ich die ein oder andere Aktie, das ein oder andere Finanzinstrument selbst handle. Oder eine Person, die mir nahesteht, dieses selbst im Depot hat oder haben wird. Von daher auch immer hinterfragen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Und es könnte ein Interessenskonflikt bestehen. So, das haben wir auch. Derjenige, der hier mit euch spricht, das bin ich, bin 56. Das Foto ist 3 Jahre alt, also fast noch so ungefähr. Das Alter geht dann einem nicht vorbei auf jeden Fall. Ich werde das mal wieder erneuern. Ich mache das Ganze hier mit der Börse schon recht lange. Also ich habe mit 17 wirklich schon angefangen, mich dafür zu interessieren. Damals gab es kein Internet. Da musste man, sage ich mal, sich eine Zeitschrift holen. DM-Zeitschrift war das, die mich da infiziert hat. Beruflich habe ich was ganz anderes gelernt. Ich bin überhaupt nicht aus dem Banksektor, sondern ich habe mich einfach privat dafür interessiert, was ich mit meinen ersten Sold gemacht habe. Denn ich war 29 Jahre, fast 30 Jahre bei der Berliner Polizei unterwegs, zum Schluss Einsatzleiter für Jugendkriminalität. Und ja, trotzdem hat mich das immer begleitet. Und ich glaube, bei vielen ist es so, dass man ja nebenberuflich versucht, sein Kapital irgendwie sinnvoll zu verwalten, um nicht, sage ich mal, den Banken so auf den Leim zu gehen. Also ich weiß vieles, bei meinen Großeltern früher wurden irgendwelche Fonds verkauft, irgendwelche Zertifikate nahegelegt. Und man muss sich selbst auskennen. Und ich glaube, Wissen kann da nicht genug sein. Es ist auch kein Hexenwerk, vieles Erfahrung. Und ich hoffe, einiges an euch hier weitergeben zu können. Okay, also was lernt man hier? Das ist ein systematisches Vorgehen. Solltest du noch keins haben, wäre das vielleicht eine Anregung auf jeden Fall. Angestrebt werden muss immer, dass man das Gleiche tut und immer gleich vorgeht und nicht, sage ich mal, getrieben wird von Aktionismus. Damit meine ich zum Beispiel, dass viele Nachrichten von außen kommen, dass man vieles liest. Vielleicht ein Kumpel sagt, Mensch, guck mal die in die Aktie.
Was macht jetzt hier der Markt? Was wird bei NTV im Sender gebracht? Was wird bei der Tagesschau gebracht? Was steht in der Bildzeitung? Und, und. Lasst euch, ihr könnt das aufnehmen, aber versucht euch davon zu isolieren. Also ich mache das eigentlich relativ strikt. Mich interessiert das eigentlich alles gar nicht. Also wenn Zahlen irgendwie kommen vom Unternehmen oder so, dann nützt es mir auch nichts, wenn ich das weiß, aus der Sichtweise des Tradings heraus, weil der Kurs läuft ja dann sowieso in die Richtung. Und dann muss ich halt handeln. Also es betrifft den Trade und nicht meine Ansichtsweise und meine Interpretation zu den Sachen, die ein Analyst sagt oder sonst wie. Das ist vielleicht für Investoren interessant. Für mich als Swing Trader spielt das überhaupt keine Rolle. Ich muss so handeln, was der Kurs mir vorgibt. Ja, da kann ich nicht 3 Monate darauf warten, dass der Kurs irgendwann wieder steigt. Das zählt nicht zum System. Deswegen ganz wichtig in dem Fall systematisches Vorgehen. Marktvorbereitung. Warum ist das wichtig? Ja, was ist Marktvorbereitung für mich? Für mich ist Marktvorbereitung ein Blick auf die Märkte zu schauen. Da sind ein paar Rohstoffe mit bei. Das ist Öl, Gold, Silber. Das sind die Dinge, die mich interessieren. Ich schaue mir die amerikanischen Märkte an und die deutschen Märkte. Das ist eigentlich das, was im Großen und Ganzen zählt. Da kann man sich die Charts im Einzelnen angucken, der verschiedenen Indizes. Aber was will ich da rauslesen? Ich will einfach rauslesen, muss ich handeln? Oder habe ich Zeit zu sagen, nö, der Markt ist jetzt 6 Tage gestiegen, hintereinander, ohne zu korrigieren, das ist mir jetzt zu heikel. Ja, das wäre zum Beispiel sowas, dann kann ich mir die Sache sparen, dann weiter zu suchen. Und wenn ich überhaupt handle, dann möchte ich zum Beispiel wissen, ja, Outperformer-Branchen finden, ist dann halt das Hauptthema. Und die Branche, die ich dann suche, die muss ich natürlich auch in einem bestimmten Land finden. Das heißt, in der Marktvorbereitung lege ich fest, welchen Index, welches Land ich handle. Also bei mir zum Beispiel gerade ist USA vorne und Deutschland ist hinten an. Das heißt, ich konzentriere mich auf die amerikanischen Märkte und versuche dort die Outperformer-Branchen zu handeln. Outperformer bedeutet einfach, dass eine Aktie aus einer bestimmten Branche besser tendiert als die Benchmark, also der Vergleichswert. Beispielsweise Technologiebranche. Und dann gibt es ja da zig Werte und zig Aktien, die da mit drin sind. Und mich interessiert dann zum Beispiel nur die ersten 10 zum Beispiel, die, sage ich mal, oben stehen von der Performance. Also ganz strikt gezeigt kann ich euch das nachher zeigen, wie man das einfach machen kann. Und wie man Outperformer-Aktien letztendlich finden kann. Das ist auch schon mal interessant. Und ich glaube, das kann man mit einfachen Mitteln machen. Man kann es aber auch, ja, professioneller machen, das zeige ich euch auch. Muss man aber nicht. Ne? Man ist halt ein Zeitfaktor. Das kennt auch schon jeder wahrscheinlich, das Top-Down-Prinzip, das habe ich ja eben schon ein bisschen erklärt. Das heißt, Indizes anschauen, welchen Index nehme ich, was ist das Timing? Das heißt, ich komme aus einer Korrektur heraus, ich möchte nicht kaufen, wenn der Markt schon 7, 8 Tage hintereinander gestiegen ist, ohne mal 2 Tage zurückzusetzen. Das ist das Prinzip. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das Depotrisiko und überhaupt das Risiko damit steuern kann. Also bildlich vorgestellt ist es so, wenn der Markt zum Beispiel in einer Korrektur ist, also angestiegen ist und korrigiert hat, dann gehe ich mit einem höheren Risiko rein, als wenn der Markt jetzt 6, 7, 8 Tage hintereinander gestiegen ist und noch nicht korrigiert hat. Ja, das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Deswegen ist es wichtig, da eine Einschätzung auch für sich selbst zu machen. Wenn ich mich festgelegt habe, welcher Markt, also Amerika, dann schaue ich mir die Branche an und dann gehe ich nach demselben System vor. Welche Branchen sind die Branchen, die zurzeit gut laufen? Und dann gehe ich logischerweise einen Schritt tiefer, schaue mir dann an, welche Aktien sind denn die, die in dieser Branche gerade am besten laufen, weil da gibt es Leute, die, sage ich mal, ein bisschen mehr können als Vorstand vielleicht, die Firma besser voranbringen. Und es gibt Firmen, die zwar in derselben Branche sind, aber nicht die Performance im Moment, sage ich mal, aufs Parkett bringen. So, wer Fragen dazu hat und die heute vielleicht nicht beantwortet bekommt oder überhaupt in Kontakt treten will, cb@tradercoach.de, könnt da gerne vorbeischauen, nicht, aber eure E-Mails schicken und ich beantworte auch alle E-Mails. Okay, dann geht's schon mal los. Ich zeige euch mal die Software, die ich auch benutze, ist Agena Trader, eine Top-Software. Der eine oder andere wird die kennen. Ihr kennt mich wahrscheinlich auch eher aus dem Bereich von Agena Trader.
Das System, was man aber handeln kann, kann man auch mit jeder anderen, ja, Chart-Software nehmen. Ich nehme das jetzt rein zum Betrachten der Charts. Ihr könnt auch TradingView benutzen, Stockchart und was ich weiß, weil es gibt. Hauptsache, ihr habt vernünftige Kurse und eventuell das Volumen. Ja. Ihr seht jetzt hier den Bitcoin-Chart. Das interessiert mich nicht. Hab den bloß interessenshalber da drin, aber ich handle das nicht. Ja. So. Okay. Zuerst haben wir ja gesagt, wir wollen uns auf Märkte konzentrieren, die zurzeit gut laufen. Also muss ich ja eine Relation herstellen, wo geht gerade die Post ab und wo ist gerade die Schlafmütze unterwegs. Und das kann ich ganz einfach machen, indem ich mir zum Beispiel, so wie hier in dieser Spalte, die Monatsperformance anzeigen lasse. Ne? Das sieht man hier, da kann man sagen, okay, Bitcoin hat jetzt 11% in den letzten 20 Handelstagen zugelegt. Oder die Consumer Cycle, also zyklischen Konsumerbereich, hat 13% zugelegt. Das kann ich da rauslesen. Und dann wird das einfach absteigend dargestellt. Ich kann das hier auch sortieren. So, zack. Und dann sehe ich da, wo was passiert und wo ich gar nicht unterwegs sein möchte. Also ich sehe zum Beispiel hier, dass hier die amerikanischen Branchen oben sind. Ich sehe aber auch, dass der S&P 500 sehr weit oben steht und ich sehe, dass Nasdaq ganz weit oben steht und damit kann ich mich schon entscheiden, genauso wie der Russell, also der für die kleineren Aktien aus Amerika, kann ich mich entscheiden, nehme ich den amerikanischen Markt oder den deutschen? Ist klar, dass ich eher im amerikanischen unterwegs bin, weil die deutschen Indizes befinden sich hier mit dem MDAX, der noch einigermaßen gut ist. Gucken wir uns noch die Charts an. Ich will jetzt bloß mal nur eine Reihenfolge zeigen. Dann habe ich hier den SDAX, den kleineren, in Deutschland den CDAX, den allgemeinen und dann kommt hier der DAX, der große. Ja. Und dann sehen wir hier unten den TecDAX und der spielt auch nicht mehr so eine große Rolle. Geht schon weiter nach unten. Das bedeutet, da kann ich schon eine Vorauswahl treffen und sagen, nö, deutscher Markt brauche ich ja nicht. Ich kann mich auf den amerikanischen konzentrieren, weil da geht die Post ab. Das ist das System, was dahinter steckt. So, das könnt ihr, wie gesagt, auch bei verschiedenen, glaube auch bei Finbis und so könnt ihr das sortieren. So eine Spalte, da findet ihr das auch. So, da ist, ich habe das hier noch ein bisschen nach einem anderen System gemacht, aber es gleicht sich fast. Ja. Also das ist völlig unerheblich. Ihr könnt die prozentualen Zahlen nehmen. Ich habe hier eher eine Trenddynamik niedergelegt und von daher schaue ich da drauf. Das heißt, ich müsste jetzt sagen, okay, der amerikanische Markt, welcher Index ist da der Leitwolf gerade, sage ich mal. Und das ist Nasdaq. Sieht man ja auch. Ja. Ist jetzt auch nicht so schwierig. Wenn ich mir den Chart anschaue, dann muss ich ja auch wissen, in welcher Phase der ist. Also ich sehe, dass der gerade aufwärts ist, deswegen steht der oben, dass er halt der Outperformer schlechthin ist im Vergleich mit den anderen Indizes. Und in der nächsten Frage, erinnert euch an die Grafik, die ich eingeblendet habe, ist es dann, in welcher Phase ist der? Und jetzt muss ich ja fragen, nicht immer ist am Webinartag die Phase, wo ich dann einsteige. Und da kann ich die Frage gleich an euch weiterstellen, in welcher Phase ist er denn gerade? Wäre das jetzt eine Phase, wo ihr reingehen würdet, oder würdet ihr sagen, ist eigentlich doof? Das würde mich mal interessieren. Geht ihr da rein oder wartet ihr? Könnt ihr bei Fragen gerne kurz reinschreiben. Ihr müsst da keinen Dialog reinschreiben. Es reicht mir entweder ja, nein, dann weiß ich genau Bescheid, damit wir mal, sage ich mal, einen Stand kriegen, wie ihr das so seht. Die Phase ist extrem wichtig, denn wenn ihr euch jeden Tag engagiert in dem Markt und jeden Tag den Markt beurteilen müsst, dann ist das natürlich auch ein Stressfaktor. Das müsst ihr ja auch im Alltag bewältigen können. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Bedeutet, ich heute, wenn man heute auf den Markt schaut, ist das für mich nicht interessant. Warum? Davon abgesehen, dass heute ja Zahlen rauskommen im Arbeitsmarkt, dass da sowieso alles ein bisschen hin und her geht. Aber wo befinden wir uns denn gerade? Ich mache das mal ein bisschen größer, dass ihr das sehen könnt. Das ist der heutige Tag, der ist noch aktuell. Das heißt, die Kerze verändert sich heute noch. Im Moment sind wir noch positiv. Wir waren aber auch schon höher, sind aber auch schon wieder runtergegangen. Wir waren auch schon tiefer. Also der Markt ist eigentlich gar nicht zurzeit einheitlich. Bedeutet, für mich ist immer entscheidend, dass der Markt in einer dynamischen Bewegung ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist das hier. Das ist eine dynamische Bewegung. Ich glaube, das erkennt jeder. Und dann warte ich eigentlich auf eine Möglichkeit einer Korrektur. Bedeutet, der Markt muss wieder zurückgehen.
So, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, in diesen Phasen heraus, aus diesen Phasen der Korrektur raus, in den Markt hineinzukommen. Nun handle ich ja nicht den Index selbst, sondern für mich entscheidend ist eigentlich bei diesem Anblick des Charts nur eins, geht der Markt nach oben tendenziell? Ja, das kann man markttechnisch beurteilen. Das reicht aber auch, wenn man sich den 20er Durchschnitt anguckt. Das ist der hier, 20er Durchschnitt vom Bollinger Band oder den 50er Durchschnitt. Dann sieht man eigentlich gleich, dass der nach oben geht. Man sieht es aber auch am Kurs selbst, dass er von links unten nach rechts oben tendiert. Ja, das ist ein fortgeschrittener Markt. So, und wenn ich jetzt immer an einem Hoch reingehe, dann nimmt ja das Risiko theoretisch zu. Ja, nicht nur theoretisch, auch praktisch. Bedeutet für mich, ich muss innerhalb dieser Phase, wenn der Markt angestiegen ist, das ist für mich eine Indikation, okay, demnächst passiert was. Wenn ich noch nicht hier mit bei gewesen bin, nehmen wir mal an, ich bin nicht dabei, dann schaue ich in die Korrektur hinein. Und in der Korrektur gibt es für mich dann bestimmte Sachen, die ich beachte. Zum Ersten ist es wichtig zu wissen, wenn ich reingehe, dann muss eine Umkehrmöglichkeit innerhalb dieser Korrektur da sein. Das war einmal hier der Fall und das war einmal hier der Fall. So. Warum? Weil der Markt hier zurückgegangen und zwar hat er über den Preis korrigiert. Er ist ein bisschen tiefer gegangen, nicht über die Zeit. Der Unterschied ist auch klar, es ist ein dynamischer Anstieg und die Korrektur über den Preis, die geht tiefer, ja, also so meinetwegen, und die andere ist dynamisch und über die Zeiten geht im Endeffekt wie so eine Flagge seitwärts. Die zwei Formen gibt es eigentlich. Ihr könnt ja überall reinsetzen, wo ihr wollt. Hier habt ihr eine dynamische Bewegung und dann ist hier eine Korrektur über die Zeit. Ja, weil es ja nicht über den Preis geht, die würde tiefer gehen. So ein Modulstück suche ich mir raus. Mir ist auch ein Trend egal. Ich achte auf Dynamik und Korrektur und dann versuche ich in den Markt reinzukommen. So, jetzt reden wir von dieser Phase hier. Also heute würde ich gar nichts machen an diesem Markt. Nicht nur, weil heute Zahlen sind, sondern warum? Weil ich auch immer Potenzial abschätzen muss. Ich muss immer schätzen, wie weit kann dann so ein Markt ungefähr gehen. Weiß ich nicht. Also wer das weiß, ist gut, aber ich kann damit rechnen, wo eine Kursreaktion zustande kommt. Und wenn ich jetzt hier oben reingehe, dann weiß ich doch, also an diesem Tag überlege, Mensch, hier hat der Markt vielleicht angehalten, jetzt könnte er jetzt weiter nach oben laufen, dann weiß ich, na gut, hier oben spätestens könnte dann wieder eine Reaktion im Markt erfolgen, der könnte durchbrechen oder könnte runtergehen. Egal, aber ich muss das Potenzial abschätzen, bis wo ich ungefähr freie Bahn habe. Wenn sich da was im Weg stellt und der Markt wieder dreht, dann weiß ich, dass das Potenzial nicht so groß ist. Hier unten ist es schon etwas höher. Wenn der Markt von hier unten ansteigen würde bis dahin, dann ist das eine größere Strecke als von da, logischerweise. Deshalb präferiere ich eher den etwas tieferen Ansatz. Bedeutet an diesem Tag, also 1, 2, 3, 4, den vierten Tag der Korrektur, habe ich nach Werten gesucht. Ja, hier bei dem Einstieg so. Und hier ist es, dann weiß ich nicht, ob da jetzt Werte gekommen sind oder nicht. Letztendlich ist es so, dass da die Chance steigt, dass man da einen Longwert bekommt, weil ja auch die Aktien nach demselben Prinzip gehandelt werden. Das heißt, die müssen auch korrigieren, das ist immer das Gleiche, und dann in die entsprechende dynamische Richtung nach oben weiterlaufen, wenn man Long handelt. Ja. Dann habe ich noch zwei Korrekturtage gehabt. An so einen Tagen mache ich gar nichts, wenn es steil bergab geht, weil da weiß ich ja nicht, ob es noch tiefer geht. Hier auch nicht. Das war der andere Tag, das ist der 5.6., der siebte Tag der Korrektur von dem Hoch. Ja, so, der siebte Tag. Also sind Korrekturtage schon mal interessant, sich anzeigen zu lassen. Das kann man zum Beispiel auch ganz gut. So, also an diesem Tag zu screenen, zu suchen, welche Branche ist denn top, und verhält sich im Verlauf genauso ungefähr wie der Index. Also das wäre doch mal interessant zu wissen. Und das gucken wir uns dann natürlich auch an. Das heißt, nach 7 Tagen, das ist hier der 27. Juni, kann man gut aus dem Bereich heraus aus der Korrektur handeln. Das ist natürlich einfach, jetzt retrograd zu machen, aber das ist in der Realität genau das Gleiche. Weil ich habe ja diese dynamische Bewegung und dann kommt die Korrektur. Und dann kann ich als Unterstützung den SMA 20 ungefähr ansehen, weil der Markt oft da reagiert. Nicht immer genau auf den Punkt. Manchmal macht das ein bisschen früher, so wie hier. Und manchmal reagiert er etwas tiefer. Aber die Situation kann man relativ gut darstellen. Das heißt, wenn mehrere Punkte zusammenkommen, die dann zutreffen,
dann ist es ein kumulativer Ansatz und das bedeutet, ich kann aus dieser Phase heraus relativ gut einsteigen und weiß, was passiert. Wenn der Markt runtergeht, dann geht er halt etwas weiter runter und dann bin ich halt raus mit meinen Positionen eventuell. Also am Tag 7 von diesem Hoch, korrigiert, ist Suchtag. Ja. Da schaue ich mir halt an, was die Branchen machen. Jetzt gucken wir mal eine Etage tiefer. Also heute würde ich sagen, nichts machen. Warum? Weil der Widerstand bis da oben ist ja nicht so weit. Dann bin ich Ausbruchshändler und Ausbruchshandeln mag ich nicht. Ich mag immer nur, man geht raus und der Markt kommt wieder zurück. Das mache ich. Also selber Ausbrüche handeln tue ich nicht so gerne. Das ist ab und zu mal sehr schmerzhaft. Schauen wir mal in die Branche darunter. Technology. So. Ist logischerweise fast genauso vom Chart her wie wie der Index, Nasdaq logischerweise, weil es ja auch schwerpunktmäßig Technology halt ist im Nasdaq-Bereich. Auch hier haben wir ein Tief und hier ist der Markt stark. Das heißt, wir haben in der Korrektur hier auch zwei Möglichkeiten, einmal hier einzusteigen. Eins, zwei, drei. Das ist hier der Tag 3 in dem Fall. Vier, fünf, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs beim Technology-Bereich, ja, vom Hoch. Das heißt, an dem Tag kann man suchen und an dem Tag kann man suchen, weil der Gesamtmarkt sich in der Korrektur befindet und auch diese Branche. Das sind die Tage, wo man aus diesem Bereich relativ risikoarm heraus handeln kann und danach Aktien suchen kann. Kann man auch eine Etage tiefer gehen? Also jetzt hier im Industrie, im Technology-Bereich würde man jetzt hier einsteigen oder hier? Eher nicht. Warum? Weil ich geringeres Potenzial habe von hier. Weil da oben ist ja ein Widerstand. Das letzte Hoch ist halt geringer, als wenn ich hier unten einsteige. Und ich möchte ja eine Möglichkeit haben, dass der Markt ungefähr in diesen Bereich hier reinkommt. Und dann möchte ich halt hier unten einsteigen und nicht da oben. Ja, ist klar. Schauen wir mal auf Industrial, also Industriewerte. Auch hier das Gleiche, sieht ein bisschen anders aus, aber letztendlich ist genau dasselbe passiert. Wir haben einen dynamischen Anstieg, es ist immer das Gleiche. Dann haben wir eine Korrektur und man hat die zwei Möglichkeiten einzusteigen. Das ist einmal hier zu suchen nach Aktien, die aus dem Industriebereich sind. Dann ist der Markt nochmal ein bisschen tiefer gegangen. Das kann in der Aktie, wenn man eine findet, bedeuten, dass sie eventuell ausgestoppt wird, aber das weiß ich nicht, das muss man halt anschauen. Es kann genauso sein, dass wenn man die besten Aktien hat, dass die einfach sich gut halten und dann, wenn man die besten Aktien aus dieser Branche hat, dann hat man eine gute Tendenz, dass die halt, sage ich mal, die Sache auch mitmachen. Da muss man aber dabei bleiben. Dann kommt der zweite Anlauf, das ist der hier, an diesem Tag zu screenen nach Aktien aus diesem Bereich. So der Gedankengang. Wenn man jetzt Aktien sucht, dann macht man das natürlich genauso in diesem Sektor nach diesen prozentualen Entwicklungen innerhalb der 4 Wochen oder innerhalb der Woche. Man sieht ja, wie man hier auch bei den Indizes, bei den Branchen hier einen Abstieg hat. Genauso in der Wochenperformance sieht man auch hier einen Unterschied, wo es mehr performt und wo es halt gar nicht mal ganz schlecht ist. Es ist halt ganz weit unten. So. Und wenn ich jetzt diese Bereiche für mich festgelegt habe, brauche ich ja gar nicht mehr woanders gucken. Das heißt, ich muss auf jeden Fall auch meinen Arbeitsaufwand einschränken. Das heißt, ich kann mich auf diese beiden Branchen konzentrieren, vielleicht noch drei. Nehmen wir noch eine dazu, Kommunikation, die habe ich ja schon länger gepredigt. Ich glaube, irgendwann hier unten haben wir angefangen mit Kommunikation. Das läuft ganz gut. Man sieht auch heute an diesem Tag, macht Communication relativ gute Performance. Auch hier habe ich das Gleiche. Ich habe einen dynamischen Anstieg. Der Markt kommt wieder zurück und ich habe Möglichkeiten, hier nach Einstiegen zu suchen oder noch hier. Ja. Wo ich dann weiß, der Markt kann, wenn er in die Nähe des letzten Hochs hier ungefähr hinkommt, kann es zu Kursreaktionen kommen. Und man sieht, der Markt ist nicht gleich da durchgegangen wie Butter, sondern er hat im Endeffekt hier so ein bisschen so eine Seitwärtsphase hingelegt. Ja. Und wenn ich das miterlebe und ich habe Werte aus dem Kommunikationsbereich, dann bin ich da schon sensibel und gucke, ob meine Werte, meine Aktien sich dort besser verhalten als das, was die Branche jetzt hier im Endeffekt macht, also der Durchschnitt der einzelnen Werte. Heute sind wir durchgebrochen und ich muss in dieser Phase mit dabei sein. Wenn ich das nicht bin,
Dann ist es hier auch noch, sage ich mal, gut mit bei zu sein. Aber ich möchte, wenn noch unterhalb dieses Bereiches einsteigen. Hat einfach den Grund, dass die Kerze ja noch nicht zu Ende ist. Die kann am Ende des Tages ja so aussehen und dann haben wir einen Umkehrstab in die andere Richtung. Das läuft ja heute noch. Ja, die tickt ja noch. Eben hat sie sich sogar bewegt. Also da immer mitdenken. Was ich hier einfach lernen will, ist, dass man drauf schaut und nicht einfach sagt, ja, ich muss jetzt unbedingt mit rein. Das Risiko wird ja größer, dass der Markt sagt, nö, jetzt hier nicht, ich gehe wieder runter. Und dann habe ich gerne meine Position hier unten drin und eventuell in diesen Bereichen, wo es nach oben geht, schon Teilgewinne in der Aktie mitgenommen. Das kann mir dann keiner mehr nehmen. Das ist die Hälfte dann weg, meinetwegen, ne? Und das macht einfach Sinn, weil ich damit mein Risiko steuern kann. Ich zeige euch das mal. Wenn der Markt, so wie hier aus dieser Korrektur, ich nehme das mal jetzt hier raus, hier die Zeichnung, wenn ich hier unten einsteige, in diesem Bereich nach Aktien suche, aus dem Kommunikationsbereich, dann sind wir von der Positionsgröße, mache jetzt mal, ich bin jetzt hier kein super Zeichner, aber hier sind wir ja unten in dieser Höhe ungefähr. Dann bin ich ja in der Korrektur. Und dann ist mein Einsatz vom Geld, ja, sagen wir mal, ich nehme jetzt pro Position 5.000 Euro. Nur für die gesamte Position, wenn das jetzt eine Aktie wäre. Jetzt ist es ein ETF, aber ist egal. Nur als Beispiel. Dann wären das 5.000 meinetwegen. Wenn ich später reinkomme, also jetzt zum Beispiel hier anfange nach Aktien zu suchen, dann bin ich schon höher gelaufen. Und dann ist ja die Pyramide schon etwas höher. Also enger geworden. Dann nehme ich da nicht mehr 5.000, dann nehme ich da nur noch 3.000. Ihr wisst, wo ich darauf hinaus will. Ich will mein Depotrisiko, mein Trade-Risiko, das wirkt sich ja unweigerlich aufs Depot auch aus, damit justieren. Und wenn ich jetzt hier noch unbedingt, weil ich es nicht aushalte, was auch noch okay ist, ja, bin ja noch vor dem Ausbruch drin, dann bin ich da nur noch bereit, vielleicht 1.000 Euro einzusetzen. Ja, das kann ja jeder individuell steuern. Aber ich möchte, dass man sich da ein Gehirn einschaltet und sagt, nee, ich mache nicht immer hier volle Pulle. Ja, weil wenn man hier oben das gleiche einsetzt wie da unten, dann hat man unweigerlich ein erhöhtes Risiko, dass man längerfristig, sag ich mal, auf die Nase bekommt. Das ist ganz wichtig. Ja, das heißt, mein Betrag nimmt nach oben hin ab, das Risiko nimmt nach oben hin zu. Das sieht nämlich genau anders aus. Ja, sieht jetzt nicht so schick aus, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, um was es geht. Ja. So. Okay, und jetzt schauen wir mal, wie finde ich denn jetzt die entsprechenden Aktien daraus? Also es ist schon aufwendig, das dann zu machen. Bei Findes kann man dann da reingehen, ins Internet und dann sich dort die Aktien auflisten lassen. Man muss sich dann die Charts angucken. Wie mache ich das? Ich nutze den Trade Scanner. Und das hole ich euch jetzt mal rein, das Tool. Das wurde im Endeffekt programmiert aus dem Arjuna Trader heraus. Da haben wir das getestet. Bedeutet, das ist hier der Trade Scanner. Ich kann mich da einwählen. Und da mache ich den Ablauf jetzt genauso, wie ich das auch, ja, nicht täglich mache, aber ich gucke jetzt täglich in das Marktmodell. Das ist die Marktvorbereitung. Da kann ich relativ schnell mir anschauen, wo die einzelnen Märkte stehen. Das, was wir eben hatten, diese ganz lange Liste. Da ist Nasdaq oben, dann kommt der Nikkei, S&P 500 und da unten sind die deutschen Werte und ganz zum Schluss der Tech DAX. Bedeutet, Werte, die oben stehen, sind im Fokus. Also amerikanischer Markt ist weit oben, Deutschland nicht, weiß ich. Informationen gewonnen, ich muss in Amerika was gucken. Was habe ich noch gewonnen für eine Information? Okay, Nasdaq ist auch top, ist aber schon wegen der Signal Lamp, die wir hier drin haben, der Signallampe, die die Dynamik misst, wie schnell und stark die angestiegen ist, vielleicht schon relativ heute stark gestiegen. Deshalb sind diese Werte, die in der Tabelle von oben nach unten geordnet sind, auch als Kugel hier links angeordnet. Das finde ich auch mega spannend, weil wenn ich hier raufgehe, dann sieht man ja, wie jetzt hier diese Nasdaq-Kugel schwarz wird, dann weiß ich, wo die ist. Bedeutet, sie ist relativ weit oben. Ja. Hier oben ist rot, das ist Countertrend, das heißt, welche Kugeln sich hier oben drin befinden, ist der S&P 500 und der Nikkei, das heißt, die sind schon recht weit gelaufen. Ja, wenn ihr euch den Nasdaq-Chart nochmal angeguckt habt, dann wisst ihr ja,
ist schon 4, 5 Tage aus der Korrektur gestiegen. Was bedeutet das? Ich muss eigentlich gar nicht jetzt handeln im amerikanischen Markt. Das ist zwar der stärkste Markt, aber da muss die Kugel wieder ein bisschen runterkommen. Und zwar in den blauen Bereich hinein. Ja? Das heißt, da kann ich im Endeffekt sehen, nö, muss ich jetzt gar nichts suchen. Der Markt ist im Moment gerade heiß gelaufen. Was hier drin ist, ist der Dow Jones. Der ist auch schon ein bisschen weit gelaufen. Also die Kugeln sollten lieber hier unten sein. Der Russell ist ein bisschen entspannter, der kommt ist ein bisschen weiter unten, wäre eventuell eine Möglichkeit. So, das heißt heute keine Möglichkeit im Technologiebereich unterwegs zu sein. Und was rechts ist von der Kugel, also von der Achse, die waagerecht ist, bedeutet, dass es Outperformer sind. Und in der senkrechten Achse bedeutet die Dynamik, die der Chart hingelegt hat. Also ich kann mir recht schnell einen Überblick verschaffen darüber, was ich machen kann. Wenn die Short sind, dann sind die Kugeln hier unten. Ja, man kann hier mit diesem Days Back mal simulieren, wie die letzten Tage aussahen. Ich gehe da mal zurück und dann seht ihr, wie die Kugeln euch jetzt 3 Tage und so weiter bewegt haben und wie sie die Farbe vielleicht mal ändern. Dann werden sie orange, dann ist die Volatilität ein bisschen angestiegen. Und ihr seht, da war der deutsche Markt hier unten. Also er ist gefallen. Ja, auch hier ist der amerikanische Markt oben vor 8 Tagen und vor 6 Tagen. Auch oben, auch der Russell und so weiter. Man sieht also, welcher Markt besser performt und kann das sich mal schnell, sagen wir mal, auf einer Matrix darstellen. Ich muss mir nicht alle Charts angucken. Guck sie mir trotzdem an, aber ich spare dadurch Zeit. Ja. Ich kann das Gleiche machen mit Sektoren. Ich gehe da drauf, gucke mir die Sektoren an und gehe dann zurück. Ich gehe mir ein paar Tage zurück. Wir haben ja gesagt, 6 Tage von dem heutigen Tag Korrektur. Und zwar schauen wir nochmal hin. 5 Tage, jetzt gehen wir nochmal einen Tag zurück. So war das Ding vor 6 Tagen in den Branchen. Ich bringe auch mal den Chart rein, dann kann man das sehen. Nasdaq war ab heute, das ist der heutige Tag, 1 Tag zurück, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage. 7 Tage von dem Zeitpunkt, aber 6 Tage vom aktuellen Zeitpunkt, damit wir jetzt zurückschauen können. Ja? So, weil der Tag, der tickt ja heute noch. So, das heißt, 6 Tage sind wir zurückgegangen. So sah das aus. Und da habe ich hier die Kugel Technology. Das ist die Branche, die findet sich im Trend-Long-Bereich. Und ich habe Communication auch mit bei. Die sind also noch nicht überhitzt. Bedeutet, kann ich sofort suchen. Ich klicke dann einfach auf den Technology-Bereich. Dann kriege ich hier verschiedene Strategien angezeigt, die wir anbieten. Nicht verwirren lassen. Wir reden heute über Perlentorer Trend Long. Das sind auch Signale, die man für Optionen nutzen kann. Das sind dann diese Dinger hier. Aber wir konzentrieren uns heute hier einfach nur auf Perlentorer Trend Long. Dann klicke ich da drauf. Dann werde ich weitergeleitet zum Screening und habe sofort den Sektor eingestellt und Amerika. Gibt noch viel mehr andere Börsen, also wer jetzt hier in Argentinien unterwegs sein will oder in Indien und da handeln möchte, kann das auch tun. Aber mein Zentrum des Handels liegt in Amerika und in Deutschland. So, es sind ja 6 Tage eingestellt rückwärtig. Bedeutet, ich klicke jetzt hier noch drauf und zeigt er mir an, welche Signale innerhalb der letzten 6 Tage stattgefunden haben. Und da das System so programmiert ist, dass es mir Werte raussucht, die möglichst in der Korrektur sind, habe ich natürlich auch an gewissen Tagen vielleicht gar keine Signale, was ja nicht schädlich ist, weil dann sagt das System, Edge, bist nicht in der Korrektur, kaufst halt nicht. Risiko raus. Auch das ist unschädlich. Also man muss nicht jeden Tag das Knöpfchen drücken. Ja? Also man muss dann das Knöpfchen drücken, wenn die Chancen mit am höchsten sind. Ob das nun klappt, das klappt auch nicht immer. Das ist halt, sage ich mal, entscheidend, da vom Timing her versuchen, ein bisschen mitzudenken. So, was kriegen wir hier angezeigt? Klar, das Symbol, die Aktie, den Namen, welche Börse sie notiert. Da sind die Korrekturtage. Das ist der Logarithmus, der mir sagt, na, wie viele Tage läuft denn die Aktie jetzt schon zurück? Dann gibt es eine, die gibt 4 Tage zurück. Dann gibt es eine, die gibt 7 Tage. Dann gibt es eine, die gibt 10 Tage zurück. Das ist schon mal interessant zu wissen. Dann gibt es den Sektor. Wir sind hier nur im Technology-Bereich. Dann den Preis, Währung logischerweise, Dividendenrendite, wen es interessiert. Wir sehen es hier schon mal. Ist vielleicht auch interessant.
Und fundamentales Rating, wer das möchte, für einen Swing Trader nicht, sage ich mal, unbedingt interessant. Aber wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich den Trade long oder nehme ich den Trade, dann würde ich mich eventuell für eine Aktie entscheiden, die eher B, also A ist super, B ist auch noch gut und F ist ganz schlecht, dort, sage ich mal, unterwegs ist und kann da halt einen Unterschied für mich festmachen und sagen, na, ich nehme maximal noch ein D oder ein C, je nachdem. Ja? Spielt aber eine untergeordnete Rolle, aber die Information haben wir und haben auch einen Logarithmus entwickelt, der die passenden Daten ausliest und die in so ein System bringt. Finde ich hilfreich und okay. Aber was viel wichtiger ist, ist die Marktkapitalisierung. Das bedeutet, je höher die Zahl, desto höher die Marktkapitalisierung, also Aktie mal ausgegebenes Stück mal Kurswert, ist halt dann die Marktkapitalisierung. Und wenn man hier eine 56 hat, dann ist das schon ein relativ kleines Unternehmen. Hat man hier eine 15.000, eine Unity Software, dann ist das auf jeden Fall schon mal größer und rückt dann eher in meinen Fokus. Daneben ist noch eine Spalte, die finde ich zum Beispiel mega interessant. Was bedeutet diese Spalte? Die Spalte ist ein Rang. Und zwar, das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr müsst euch alles anschauen an Aktien und vergleichen die mit dem Sektor Technology. Und das bedeutet, wenn man hier eine 100 stehen hat, das sind die Top-Werte. Es gibt keine besseren Werte von der Performance her, nach unserem Logarithmus, die im Moment Outperformer sind. Auch das wird schon mal abgecheckt. Warum ist das wichtig? Na klar, ich habe doch immer mehrere Trade-Möglichkeiten. Und wenn ich mir Trade-Möglichkeiten anschaue, dann schaue ich zum einen auf die Marktkapitalisierung, also die mit 56 würde ich mir jetzt nicht angucken, würde mir die vielleicht anschauen, würde mir die vielleicht anschauen, da kommt und hängt immer auf an, was das dann ist für eine Aktie, weiß ich nicht, und ich würde mir die Unity Software angucken. Ja, und die anderen notgedrungen nicht so, eher die höheren, Nvidia vielleicht auch noch, weil ja ein B hat, ist ja auch nicht schlecht, und die höchste Marktkapitalisierung. Also daran hangel ich mich lang und das bedeutet, diese hier, das heißt 98% der Aktien in dem ETF-Branchensektor Technology sind schlechter als die Credo oder die Squarespace oder die BK Technology. Das heißt, ich habe hier die Top-Werte und dann kann ich dieses System handeln, Dynamik, Korrektur und ich gehe rein. Und dann ist es doch wichtig zu wissen, wo steige ich ein, wann steige ich aus und wo sitzt mein Ziel, wo ich dann mit einer Kursreaktion rechnen kann. Und dazu klicke ich einfach jetzt hier meinetwegen auf diese Squarespace und dann habe ich hier die Pfeile drin und die Pfeile, die sind jetzt nicht retrograd angepasst, sondern das sind die Signale, die wir generieren. Ja? Und das aktuelle Signal ist das hier und man zum letzten Signal sieht man dann immer, wir haben ja jetzt 5, 6 Tage sind wir zurückgegangen. Warum? Weil Nasdaq ja vor 6 Tagen in der Korrektur war und da einen starken Tag hatte. Und wir hatten auch im Technology-Bereich einen starken Tag in der Branche. Deshalb sind wir jetzt 6 Tage zurückgegangen. Und das Signal war vor 1, 2, 3, 4, weil das ist nicht eine tickende Kerze, die kommt heute noch. Vor 4 Tagen gab es ein Signal. Und dann ist hier ein Stop-Kurs angezeigt und da ist das Target. 13,7%, wo ich dann die Hälfte verkaufe, wenn der Markt dorthin läuft. Ja? Und hier ist der Stop, wo ich aussteigen würde. Das bedeutet, hier ist der Einstieg über dem Hoch der Tageskerze. Und dann habe ich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,15. Wer das, es ist nur ein Vorschlag, ja? Aber wichtig ist, dass man ein Konzept hat. Wer das Ganze etwas besser machen will vom Chance-Risiko-Verhältnis, der kann auch, wenn er erfahren ist, hier das Ding hinsetzen, den Stop, dann hätte er wahrscheinlich einen CAV von 1 zu 2, also 2, einen CAV von 2. Das ist ein Hinweis, den man kriegt, wo man dann einen sinnvollen Stop setzt. Man kann den, wenn man Erfahrung hat, natürlich auch anpassen. So, das ist im Endeffekt das, was da angezeigt wird. Dann ist hier das Bollinger Band drin, nur das, was ich im Endeffekt auch in jeder anderen Chartsoftware auch habe. Mehr brauche ich aber auch nicht. Und das System wirft mir so seine entsprechenden Vorschläge raus. So, dann kann ich mir hier unten anschauen und das ist ganz, ganz wichtig. Bitte aufgemerkt, falls ihr eingeschlafen seid. Earnings, Geschäftszahlen. Wenn ihr Aktien handelt, bitte, bitte schaut euch immer an, wann die ihre Quartalzahlen rausgeben. Warum?
Ihr euch das denken, warum das so sein mag? Wenn man Quartalszahlen in einem Unternehmen erwartet, dann bedeutet das oft, dass starke Schwankungen im Kurs passieren. Wenn das Unternehmen jetzt nach Börsenschluss, wenn ihr schlaft vielleicht, neuen Geschäftszahlen bekannt gibt und ihr habt einen Tag vorher das Unternehmen gekauft und es gibt gute oder schlechte Zahlen, spielt keine Rolle und der Markt beurteilt das so, dass er sagt, nö, das ist eigentlich Käse, wir verkaufen die Aktie. Da gibt es vielleicht eine riesen Kurslücke, ein Gap, so genanntes, und dann wird euer Stop, also dieser Bereich hier vielleicht nicht mehr in diesem Bereich ausgeführt, sondern viel, viel tiefer. Da, wo der Markt eröffnet und wo der erste Kurs gestellt wird am nächsten Tag. Und um das zu vermeiden, ist es wichtig zu wissen, wann das Unternehmen, auch wenn ihr Investoren seid, wann das Quartalzahlen rausgibt, damit ihr einfach vom Risiko berechnen könnt, bin ich jetzt so weit im Plus, dass ich den Trade glatt stelle oder lasse ich den Trade lieber sein? Und deshalb hat dieses Tool auch noch ein super Feature. Man sieht hier, wann die Earnings sind. Die sind am 8. August. Wie lange Tage sind das? Das sind noch 34 Tage. Da hat der Trade genug Zeit, noch hier ins Target zu laufen. Oder aber den Trade, dass ich den auf Break-Even setze. Und dann entscheidet der Markt, ob er noch bis da oben hochläuft oder nicht. Ja? Das ist das, was jetzt der Trade ist hier nochmal beschrieben, wo ich einsteige, also mit einer Stop-Limit-Order. Das ist der Stop-Kurs bei 30,22. Mit 30,49 bin ich maximal bereit zu zahlen. Ein Stop-Loss liegt bei 27,26 und der Target-Area liegt zwischen 33,72 und 34,38. Das ist kein fester Kurs, genauso wie im Stop-Kurs nicht. Da sollte man ihn allerhöchstens, also wenigstens setzen. Man kann ihn etwas ranziehen. Wichtig ist, dass ein Stop gesetzt ist. Dann habe ich hier die Unternehmensbeschreibung, ist auch ganz dienlich. Und ich habe hier quasi die einzelnen Einschätzungen der einzelnen Fundamentalbereiche und dann ein Overall-Rating. Das ist auch nochmal grafisch dargestellt. So, das ist eigentlich, wo ich dann einfach sage, okay, den Trade machst du. Wir gehen jetzt mal weiter runter und schauen uns nochmal hier eine Software, Unity Software an. Die ist ja ein bisschen größer von der Marktkapitalisierung. Wunderbar, schauen wir mal drauf, klicken drauf hier vorne, zack. Da sehen wir, oh, die sieht ja gar nicht so gut aus, aber hat genau das Gleiche gemacht. Was habe ich gesagt am Anfang? Dynamik haben wir, Korrektur, Anstieg. Ja, und es gab zwei Signale, einmal am 23. Juni und das andere hier oben, das hätte ich dann nicht mehr gehandelt. Warum? Weil hier oben mit einer Kursreaktion zu rechnen ist. Ihr seht hier unten, den Trade eröffnet, ist der Markt innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Tagen in den Bereich hineingelaufen. Und das CRV war natürlich bei dieser Kerze hier unten, bei diesem Signal viel größer als jetzt. Wenn ich da oben einsteige, seht ihr ja, dann ist das CRV nur noch 0,32. Das heißt, ich kann nur ein Drittel von dem Gewinn, was ich im Endeffekt riskiere, wenn der Markt hier runterkommt. Ja. Hilfreich, das zu sehen. Aber ihr seht auch, wie sinnvoll es ist, hier einen Teilverkauf zu machen. Der Kurs stockt hier. Ich verkaufe dann meistens die Hälfte und den Rest setze ich auf Break-Even und dann kann der Markt entscheiden, ob er weiter Lust hat, durchzugehen oder ob er dann irgendwann auf meinen Stop trifft, den wir trailen, hinterher trailen. Also ganz immer dasselbe. Das ist immer das Gleiche. Nicht jeder Trade funktioniert. Ja, hier sind wir ausgestoppt worden. Andere Trades hätten auch wieder funktioniert. Der hätte funktioniert, der hätte funktioniert und der hätte funktioniert. Und hier seht ihr auch mal, wie wichtig ein Teilverkauf ist. Wenn man hier oben rausgeht, dann ist das Teilverkauf im Gewinn, und zwar weiter oben. Ja, und der Stop wäre dann auf Break-Even, wenn man da wieder draußen ist. Man kann natürlich ewig warten. Das funktioniert aber nicht. Wichtig ist auch zu wissen, dass das alles End-of-Day-Kerzen sind. Das heißt, die Signale werden generiert, wenn die amerikanische Börse oder die deutsche Börse geschlossen hat. In Deutschland ist es um 17:30 Uhr, in Amerika um 22 Uhr. Dann rechnet das System und spätestens am frühen Morgen ist es dann richtig und ich kann relativ schnell, habt ihr ja gesehen, es dauert ein paar Minuten, mir Trades raussuchen und kann dann bei FX Flat in der TBS die Order platzieren zum Beispiel. Und ich kann, das finde ich halt auch mega gut, dieses Earnings-System. Also ich habe früher immer in jeder Plattform bei Finanzen.net oder weiß ich wo noch die ganzen Earnings-Geschäftszahlendaten gesucht.
Und das Tool, das fand ich halt mega gut, weil das war eine Bedingung, das brauche ich unbedingt, kann diese Earnings wenigstens 14 Tage, sprich 10 Handelstage abchecken, ob die da reinfallen oder nicht. Wenn ich die jetzt hier rausnehme, diesen Haken, dann müsste es eventuell ein paar mehr Aktien werden. Ich guck mal, was haben wir unten drin hier? MXL zum Schluss. Mal gucken, wir nehmen mal raus. Yep. Und wir sind immer noch. Es könnte welche dabei gewesen sein. Jedenfalls filtert das System die raus. Dann. Also, dann sehe ich die gar nicht. Das sieht man denn, wenn man gar kein Ergebnis hat, gerade in der Earningszeit, dann weiß ich, okay, dann nehme ich mal raus. Und wenn ich, das ist so 10 Tage Abstand, Handelstage, also 2 Wochen möchte ich gerne haben. Wenn ich aber eine gute Chance sehe, dann nehme ich das auch mal raus und gucke mir das an. Aber ich weiß dann, dass ich aufpassen muss und mir dort einen Vermerk mache, meinetwegen im Google-Kalender oder wo immer, dass das Unternehmen in 1 oder 2 Tagen Zahlen hat. Und dann muss ich halt mir überlegen, bin ich so weit im Gewinn, dass ich das riskiere, dass sie einen riesen Kurssprung macht. Das kann nach oben gehen, für mich ausgehen. Es kann auch nach unten gehen. Das muss man muss emotional aushalten. Ja, und à la long, in der Länge, ist es eigentlich egal. Mal geht es nach oben aus, super, mal geht es nach unten. Aber wenn man das in den aktuellen Trade erlebt, dann ärgert es einen mehr, wenn man das verpennt. Und mir ist es auch schon passiert, selbst mit dem Tool, dass ich einen Trade drin hatte, das ist mit mir Siemens Healthineers passiert. Dann dachte ich mir so, okay, ich habe sie gekauft, dann habe ich die 3 Wochen drin gehabt, war super mit dem Teilverkauf drin und dann gab es ein Gap und ich hatte bloß noch einen kleinen Gewinn. Habe ich mich geärgert, aber durch den Teilgewinn ist auch dieser Fehler, sage ich mal, ausgebügelt worden. Wir wissen nicht, wie weit der Markt geht und viele machen den Fehler, dass sie enormes Potenzial sehen. Das ist beim Investieren gut, beim Swing Trading kann man nicht sagen, wie lange der Trend läuft. Und ich möchte einfach nicht so viel vom Gewinn abgeben. Wir reichen dann 5, 6, 7, 8, 10%, je nachdem, in 4, 5 Tagen, weil ich das abschätzen kann, dass der Markt eine relativ gute Chance nach so einem dynamischen Anstieg und einer Korrektur hat. Als dann ich sage, naja, geht halt, weiß ich, wie lange braucht der dahin? Und solange habe ich ja das Risiko. Und hier gibt es noch einen Schalter, der sagt Outperformance ja oder nein. Das bedeutet, ich kann dann das rausnehmen und dann wird die Outperformance nicht mehr berücksichtigt und dann habe ich wahrscheinlich, wie man sieht, unheimlich viele Werte drin, die nicht mehr mit dem Outperformance-Vergleich drin sind. Ja. So mache ich das. Finde ich mega spannend und man kann auch seine eigene Aktie mal anschauen. Wenn man eine Apple nehmen, gebe ich hier eine APL.us ein. Dann könnte ich jetzt hier suchen, ob es ein Signal gibt. Gibt es aber nicht. Aber ich kann mir die im Chart zum Beispiel angucken, wenn ich hier drauf gehe und klicke hier oben rein, APL.us, dann müsste der umschwenken auf die Apple. Da ist sie. Und dann sehe ich die retrograden, rückwärtigen Signale der Apple sogar mit dem CRV des letzten Trades. Ja, das haben wir jetzt nicht überall drin, aber man sieht auch hier, wer das Target erreicht. Und der Markt wäre dann weitergelaufen und je nach Stop-System, was wir dann auch vorschlagen, wären wir dann eventuell drin gewesen oder auch nicht. Das muss man dann halt sehen. Aber auch hier beim letzten Trade sehen wir, wir sind da eingestiegen und sind da mit dem Teilverkauf raus und dann ist der Markt weitergelaufen. Und das ist doch recht entspannt, weil ich dann mit dem Risiko raus bin. Also dieses Tool nutzen wir ganz gerne und ist auf jeden Fall hilfreich. Man kann das alles auch mit normalen Tools machen, wie mit Finviz und so weiter, aber man muss halt genug Zeit haben. Ja. Also ich habe das früher mit Excel-Tabellen gemacht und mit Chartprogrammen. Wichtig ist, dass ihr mitnehmt von heute einfach, dass ihr Märkte einschätzen lernt. Ja, euch anschaut, wo ist der Markt gerade, wie hoch ist mein Risiko, wo befindet sich der Markt gerade. Was sind denn die Top-Branchen und was sind die Werte, die dort die Musik spielen? Ne? Wer das von der Strategie noch mal ein bisschen nachlesen möchte, der kann bei mir auf die Homepage gehen, tradercoach.de. Wenn man darauf geht, da habe ich hier so einen Trading-Videokurs. Nee, der kostet nichts. Und zwar sind das 10 Videos, die das noch mal vertiefen. Und zwar ist jedes Video nur 5 Minuten lang. Und da könnt ihr euch mal angucken, wie ich die einzelnen Sachen benutze, wie Volatilität, Stop-Down-Betrieb, Volumen, Gaps, was die für eine Rolle spielen, wenn ihr euch einen Chart anschaut.
Das wird zum großen Teil im Algorithmus berücksichtigt, aber nicht alles, so wie Gaps oder Volumen, ziehen wir damit hinein bei der Analyse, weil das muss man auch mit einer Erfahrung haben. Und man sollte immer eine Strategie, die man selbst handelt, auch verstehen. Und da lege ich extrem hohen Wert drauf, dass man ein kausales Denken, sag ich mal, an den Tag legt und sagt, okay, da ist ein Gap im Chart und da möchte ich halt, sag ich mal, reinkommen, wenn der Markt wieder dreht. Das sind nämlich Punkte, die im Chart oft zu einer Drehung sorgen. Dann kann ich in, sag ich mal, ruhigen Gewissens so einen Trade machen und habe ein strukturiertes Vorgehen, ein systematisches Vorgehen. Was ihr auf jeden Fall auch machen könnt, ist, ja, Webinare und Videos euch noch anmelden, logischerweise. Ihr könnt aber auch auf meinen YouTube-Kanal gehen und den abonnieren. Würde mich auch sehr freuen. Dann verpasst ihr auf keinen Fall die Aufzeichnung, die dann auch mit reinkommt oder auch andere Dinge, die wir noch zeigen. Wenn ihr interessiert seid an dem Trade Scanner, könnt ihr gerne dort mal draufklicken auf der Seite und könnt hier euch die Seite entweder hierüber kostenlos testen, müsst aber dann halt innerhalb der 14 Tage kündigen. Das geht über Digistore. Wer das nicht machen möchte über Digistore und trotzdem mal reinschauen möchte, den kann ich hier in den Chat noch hineinschreiben, welche am Ende noch mal reinschreiben, welche Registrierung man hat über diesen Link. Dann kann man da reinschauen auf jeden Fall. So, wenn ihr jetzt Fragen habt, dann raus damit. Ansonsten schalt ihn nochmal in den Chart hinein. Was er so gemacht hat, hat sich nicht viel bewegt in der Nasdaq. Und wir schauen uns gleich nochmal ein paar Werte an. Wie gesagt, ich würde mich einfach nur in diesem oberen Bereich unterwegs, sag ich mal, aufhalten, weil die anderen Sachen interessieren nicht so. Wir schauen mal auf den S&P 500. Auch da waren wir schon tiefer, sind aber auch noch nicht drüber hinaus. Müssen wir mal abwarten. Was würde ich machen dann? Wenn der Markt wirklich das schafft, hier drüber hinauszugehen, dann muss ich ja hier irgendwie schon die Chance gehabt haben, hier mit bei zu sein. Dann bin ich ja hier ganz entspannt. Wenn ich den Ausbruch handeln möchte, das ist nicht meins, dann muss ich irgendwie reinkommen. Da bin ich schon oben dran am Widerstand. Dann lieber laufen lassen und einen Rücksetzer nehmen. Das ist auf jeden Fall besser. Und schauen wir mal auf den Russell. Wo ist er? Da ist er. Auch hier sehen wir mal, wer jetzt hier immer im Ausbruch Trader ist. Der hat hier schon Schmerzen gehabt, da auch nochmal, da nochmal und hier auch nochmal. Nicht so einfach. Also ich bin eher für die Korrektur. Und wenn man hier aus der Korrektur kommt, kann man das hier probieren. Man weiß, dass hier der 200er kommt. Auch das in den Videos, dass hier oft der Markt reagiert. Nicht auf den Punkt, aber in dem Bereich mag er es schon mal ganz gerne zu verweilen oder umzukehren. Das muss man wissen. Also ich bin für den Russell 2000 positiv. Wenn der ausbricht und kommt wieder etwas zurück, dann haben wir sicherlich noch ein bisschen genug. Das heißt, die Aktien aus der zweiten Reihe in Amerika haben dort noch ein bisschen Potenzial. So, was haben wir noch hier im Angebot? Schauen wir uns mal Financial an. Auch hier sehen wir Ausbruchssituation im Finanzsektorbereich, der ja arg gebeutelt war in Amerika. Auch hier ist es wieder nicht hier oben, möchte ich mit bei sein, sondern eine Korrektur. Halte das hier für relativ stark. Warum? Da habe ich gerade von gesprochen. Kurslücken, Gap, Aufwärtsgap und hier ein Abwärtsgap. Dient immer ein bisschen als Unterstützung und Widerstand. Der Markt kommt hier wieder zurück. Könnte super als Unterstützung dienen. Sollte das positiv sein, könnte man hier eine Position aufbauen. Wenn der Markt hier einen Umkehrstab macht oder einen starken Bar, das auch erklärt in den Videos, und dann haben wir genug Potenzial, bis da oben hin zu laufen, bevor wir hier wahrscheinlich wieder auf ein, ja, eine Kursreaktion treffen. Warum? Schaut euch mal den Tag an. Das ist ein Widerstand auf Wochenbasis und wir haben hier ein erhöhtes Volumen. Das heißt, hier sind einige Leute relativ, ja, beschadet rausgekommen aus ihren Positionen wahrscheinlich, weil der Markt recht stark gefallen ist. Dann ist es meistens so, dass hier wieder eine Kursreaktion eintritt. Und was ihr gelernt habt, ist, dass man dort aufpasst und dann schaut, was der Markt macht. Und dann will ich da schon mein Schäfchen im Trockenen haben und nicht hier anfangen, da noch mitzuspielen. Das ist mir dann zu heikel.
Schauen wir mal auf Gold, finde ich mega spannend. Wo ist es Gold? Gold ganz unten. Muss man jetzt nicht haben, glaube ich. Das ist der Gold Future. Oh, das ist mal eine Zeichnung von dem letzten Webinar, glaube ich, was ich drin hatte. Natürlich ist das keine Punktlandung, aber ich habe gesagt, okay, shorten würde ich es nicht, weil ich will aus einer Korrektur, die kam jetzt nicht so tief. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich hier shorte, also das heißt, auf fallende Kurse spekulieren, muss ich immer aufpassen, dass der Markt ja an Punkten, wo das Volumen hoch ist, die Tendenz hat, anzuhalten, zu drehen, was immer er da macht halt. Und dann ist das Potenzial von diesem Umkehrstab nach unten halt auch nicht so hoch. Also schau mal hier rein, da sieht man, das Volumen an der Kerze ist recht hoch. Wenn ich die da auch an dem Tag, sieht man ja auch hier, dann sieht man, dass der Markt, wenn ich jetzt hier einsteige, dann muss ich hier einen Teilverkauf machen in der Situation, weil der Markt reagiert. An dem Tag geht er tiefer, schließt aber auch genau auf dieser Volumenlinie von der anderen Kerze. Die seht ihr ja da. Dann gab es am nächsten Tag nochmal weiter im Verlauf im Short-Bereich, aber er schließt wesentlich höher, so ein Umkehrstab positiv und dann ist für Short eigentlich schon Feierabend, weil der Markt nach oben geht. Das meine ich mit Denken, strategisches Denken, und das ist jetzt wirklich auch nicht schwer, das zu sehen im Chart, weil es ist Volumen, das sind die gehandelten Stücke eines Käufers, eines Verkäufers, die sich begegnet sind zu einem Preis, haben ein Stück gehandelt, und das sind die gesamten Stücke, die gehandelt wurden. Also nicht noch Orders, die nicht ausgeführt werden, sondern nur die gehandelten Stücke. Und das ist das einfache Volumen, findet ihr in jeder Chart-Software. Das bitte bedenken. So, okay. Wer sich registrieren möchte, den gucke ich jetzt nochmal. Moment, wo ist er? Den schicke ich nochmal den Link. Da müsst ihr bloß auf die Freischaltung warten. Dann könnt ihr euch den Trade Scanner mal in der Fülle angucken. Wer Fragen hat, kann mich da gerne anschreiben. Moment. So, kopiere ich und schicke ich euch gerne im Chat. So, genau, dann kommt ihr auf die Registrierung und dann könnt ihr das gerne mal euch anschauen. Wer Fragen hat und selber mal nochmal durch das Tool durchgeleitet werden möchte, kann das auch gerne bei mir machen oder mit mir zusammen. Ich mache das mit Zoom zusammen in einer 1:1-Session oder wenn sich zwei oder drei Leute treffen, vielleicht dann zusammen. Also das können wir gerne machen. Ich blende das nochmal ein, meinen Kontakt. Daten sind so, kommt gleich. Zack, zack. Da, cb@tradercoach.de. Da kann man gerne erreichen. Okay, ihr Lieben, dann bedanke ich mich für eure Zeit, die ihr investiert habt. Ich hoffe, ihr schaut auf die Märkte und könnt das anwenden, was ich euch mitgegeben habe. Wir hören uns jetzt, glaube ich, erst wieder im September, wenn mich nicht alles täuscht. Denn jetzt kommen ja die Sommerferien und da bin ich gerne mit Familie unterwegs und zu Hause im Garten und genieße die Zeit. Schaue auf die Trades recht entspannt und mache eventuell Trades oder auch nicht. Mir hilft der Trade Scanner dabei und ich hoffe, ihr bleibt auch gesund, munter und passt auf euer Geld auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen, vielen Dank, Carsten. Dir einen schönen Urlaub, schöne Urlaubszeit. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Wie Carsten gesagt hat, geht es dann entsprechend im September weiter. Sie werden ja natürlich eine Benachrichtigung dann bekommen. Und ja, bis dahin wünsche ich natürlich auch viel Erfolg diese Woche noch und insgesamt nicht vergessen, am Freitag sind die NFPs. Da könnte es ein bisschen Bewegung geben. Und ja, passen auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und dann gerne hier an der Stelle im September weiter. Also, ciao. Ciao.